Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, ja, wir haben jetzt zwar Corypheus besiegt, aber es ist nochmal was aufgetaucht. Deswegen werden wir uns das Ganze auch noch angucken, weil wir wollen ja so weit wie möglich alles durchziehen. So, das heißt, wir machen jetzt natürlich hier Ursprung der Angriffe der dunklen Blut finden. Inquisitor, die Grauen Wächter haben das Gebiet wie befohlen gesäubert. Leider waren sie dadurch offen für einen Hinterhalt der Söldner im Dienst der Marquise Ephiloche. Bauphon. Offenbar hat die Marquise Bauphon entgegen bestehender Verträge in dem Gebiet geschürft und dabei versehentlich die dunkle Brut befreit. Die Marquise Buffoon ist in die Karam-Gipfel geflohen. Die Grauen Wächter haben Verluste erlitten, aber ihre Moral ist nach wie vor hoch und ihre Treue gegenüber der Inquisition unbestritten. Hochachtungsvoll, Leutnant Susan Klussek. Gut, den Bericht nehmen wir an. Dann haben wir noch einen. Rettung der Spione. Miller ist frei und lediglich ein wenig mitgenommen. Das Beste ist aber, dass ihre Verbindung zur Inquisition dank ihrer eingeständigen Flucht geheim bleiben konnte. Ihr Abenteuer ist für sie eine enorme Motivation, sich zu beweisen. Wenn sie daraus lernt, bin ich mir sicher, dass sie in Zukunft außergewöhnliche Arbeit für uns leisten wird. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier, ist noch in Gange, ein Angebot der kaiserlichen Armee. Ein Brief, der mit dem Chevalier-Siegel versehen ist. Kommandant, wie ich höre, haben eure Soldaten vor, eine Schar roter Templer in den Wäldern von Valfroyd zu folgen. Wir haben eure Unterstützung im Kampf gegen die Dämonen nicht vergessen. Und haben wir nicht geschworen, euch im Kampf gegen Corypheus beizustehen? Greifen wir zu den Waffen und vertreiben wir diese Templer. Okay, na dann, Colin, leg gleich mal los. Ja, dafür wäre Cullen am besten. Aber gut, machen wir jetzt mal mit unseren Spionen. Inquisitor, als ihr Verrat aufgedeckt wurde, ist die Marquise Elfijon Buffon in die Berge geflohen. Wir haben sofort die Verfolgung aufgenommen, wurden aber von dem unzugänglichen Gelände und einigen Dämonen aufgehalten. Da wir nicht weiterkommen, haben wir uns die Grauen Wächter ihre Hilfe angeboten. Sie scheinen die einzige Kraft in der Gegend zu sein, die dazu in der Lage ist. Abgesehen davon glaube ich, dass es sich lohnt, sie Marquise zu verfolgen, wenn es uns möglich ist. Hochachtungsvoll, Leutnant Susan Klussek. Gut. Inquisitor. Haben wir auch drinne. Will ich aber noch mal kurz gucken, nicht, dass in Parallel was Neues aufgekommen ist. Nein. Das heißt, wir haben nur noch ein bisschen was in Orle, was wir aber nicht ganz schaffen werden, glaube ich. Aber gut. Warnung, sobald der erhabene Rat begonnen wird, sind alle anderen Gebiete und Handlungsstränge gesperrt. Die Handlung springt ins Jahr 944 des Zeitalters des Drachen, 2 Jahre nach Corypheus Tod. Es gibt anschließend kein Zurück mehr. Okay. Nun, da Corypheus tot ist und die Bedrohung durch die Risse im Nichts sowie die Dämonen schwindet, kommen sowohl in Orles als auch Ferelden Fragen über die Zukunft der Inquisition auf. Die göttliche Victoria hat versprochen, die Inquisition so lange wie möglich vor politischen Belangen zu schützen, plant jedoch letzten Endes einen erhabenen Rat einzuberufen. Eine Möglichkeit, über die zukünftige Rolle und vielleicht auch das Schicksal der Inquisition zu entscheiden. Empfohlene Stufen 20 oder höher. Ja, das heißt, wir werden den Rest sowieso nicht fertig kriegen. Schade aber auch. Gut, dann Beziehung. Let's go. Die
den erhabenen Rat beiwohnen. Die göttliche Victoria hat sich mit den Botschafterinnen darauf geeinigt, den erhabenen Rat im Winterpalast außerhalb Hamshimrals abzuhalten. Wir können aufbrechen, wann immer ihr dazu bereit seid. Neues Gebiet freischalten. Weiterziehen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. 2 Jahre nach Corypheus Tod. Wird jetzt vielleicht geklärt, was mit Solus ist? Oh, wir haben schon eine beträchtliche Armee mittlerweile. Aber ganz schön beachtlich. Halbes Heer zum noch Salutieren. Noch eine Parade. Noch mehr verdammte Verhandlungen. Setz dein Lächeln auf. Wir müssen darauf achten, wie wir uns präsentieren. Warum hat die Göttliche den erhabenen Rat einberufen? Sie hat uns Orlé doch die letzten 2 Jahre vom Hals gehalten. Zu einem immer höheren politischen Preis. Sie hat getan, was sie konnte, aber der erhabene Rat war unausweichlich. Orlé will uns kontrollieren. Und angesichts all der Heiratsanträge ist für euch wohl etwas ganz Besonderes geplant. Unser wahres Problem ist Ferelden. Dort will man unsere vollständige Auflösung. Oh Mann. Politik stinkt überall. Inquisitor, es ist schon viel zu lange her. Ich hoffe, die Jahre waren freundlich zu euch. Wie ist es euch ergangen, Mutter Giselle? Ich habe letzten Sommer Lebensmittellieferungen aus den erhabenen Ebenen in Emprise du Lion verteilt. Die Dales fangen endlich an, sich zu erholen. Corypheus hat gewaltige Schäden verursacht, die wir nun beheben müssen. Ich danke euch für eure Bemühungen. Und ich euch für die euren, euer Gnaden. Ich sollte noch erwähnen, dass uns eure Truppen in der Suledin-Feste eine große Hilfe waren. Bitte richtet Baron Desjardins meine Grüße aus. Die göttliche Victoria hat mich gebeten, euch in ihrem Namen zu begrüßen. Sie widmet sich derzeit den Bedenken des Fereldischen Botschafters. Könntet ihr sie vielleicht einfach Liliana nennen, solange wir unter uns sind? Ihr könnt das gerne tun, Inquisitor. Ich bevorzuge es, ihren Namen als göttliche zu verwenden. Unsere letzte Göttliche hat einmal darüber gescherzt, dass ich sie ausschließlich Justinia nannte. Sie bezeichnete es als meine Art, ihr zu versichern, dass ich nicht gänzlich vergessen hatte, wer von uns das Sagen hat. Wie hat sich die göttliche Victoria eurer Meinung nach in diesen letzten 2 Jahren geschlagen? Es steht mir nicht zu, mich dazu zu äußern, Inquisitor. Bei allem Respekt, Mutter Giselle, aber das hat euch doch früher auch nicht davon abgehalten. Da sich die Kirche noch immer schwer tut, ihre Reformen anzunehmen, hat Victorias Stimme leider nicht das Gewicht, das ich mir erhofft hatte. Dennoch bewundere ich sie für das, was sie zu erreichen versuchte. Ich werde mit der göttlichen Victoria sprechen. Ich bin mir sicher, sie wird es zu schätzen wissen, euer Gnaden. Die Göttliche ist sich bewusst, wie viel Gutes ihr noch tun könnt und bereits getan habt. Herzog Cyril wird euch im Namen von Orlais willkommen heißen wollen. Ich glaube, er unterhält sich gerade mit dem Botschafter Tevinters. Darüber hinaus sind außerdem viele eurer Freunde zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr findet Gelegenheit, noch vor dem erhabenen Rat mit ihnen zu sprechen. Das Reich hat einen Botschafter geschickt? Ja, euer Gnaden. Dorian Pavis hat die Gelegenheit genutzt, um aus Tevinter zurückzukehren. Wen genau meint ihr? Wer von ihnen ist für den erhabenen Rat zurückgekehrt? Nun, da wäre zum einen euer zwergischer Freund Meister Tethras. Soweit ich weiß, hat er die letzten Jahre größtenteils in Corkwall verbracht.
Genießt die Zeit mit ihnen, solange es noch möglich ist, Euer Gnaden. Ich bezweifle, dass ihr noch dazu kommt, sobald der erhabene Rat begonnen hat. Ich danke euch, Mutter Giselle. Euer Gnaden, eine letzte Frage noch, falls ihr sie mir gestattet. Dieser erhabene Rat. Ferelden möchte die Inquisition auflösen, während Olay darauf brennt, sich mit ihrer Macht zu schmücken. Doch wie seht ihr die Zukunft der Inquisition? Ja, ist eigentlich die Frage. Die Inquisition war ja quasi eigentlich nur dazu da, um Corypheus aufzuhalten. Aber wir sorgen halt auch für Stabilität im ganzen Reich. Es ist halt, wir tun halt das, wofür die Politik zu faul ist und marschieren halt auch los, wenn was getan werden muss. Deswegen würde ich ja sagen, wir bleiben, wer wir sind. Die Arbeit der Inquisition ist noch nicht getan. Wir können nicht zulassen, dass uns irgendjemand das Ängste dazu bringen, uns aufzulösen. Dann wünsche ich euch in den bevorstehenden Verhandlungen viel Glück. Der Erbauer möge über euch wachen, Inquisitor. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Na gut, dann gucken wir mal, wer jetzt alles da ist. Kallens Bericht ist eingetroffen. Haha, da gehen wir dann auch gleich mal. Niemand scheint zu wissen, welche Position die göttliche Victoria zu Warwick. Der Prinz von Starkhaven hat euch wieder geschrieben. Das war ja zu erwarten. Legt sein Schreiben einfach auf den Stapel mit den Briefen von der Händlergilde. Außerdem hat mich der Hauptmann der Stadtwache gebeten, euch eine äußerst anschaulich formulierte Botschaft zu überbringen. Inquisitor, bei Andrastes Hintern, was bin ich froh, euch zu sehen. Unterbreche ich euch bei irgendetwas Wichtigem? Ja. Das heißt, ihr kommt zum perfekten Zeitpunkt. Bran braucht nämlich dringend eine Pause. Darf ich euch Bran Cavin vorstellen? Bis vor kurzem war er Vicomte. Kommissarischer Vicomte. Von Kirkwall. Und was macht ihr jetzt? Nun, da Meister Tethras zum Vicomte gewählt wurde, habe ich wieder mein Amt als Truchsess übernommen. Ihr seid jetzt Vicomte von Kirkwall? Mir scheint, ihr habt einiges zu bereden. Ich ziehe mich also besser zurück. Nun ja, anscheinend muss man in einem Stadtstaat nur genug Geld in den Wiederaufbau stecken, um in ein Amt gewählt zu werden, das sonst keiner will. Heißt das, ich kann euch nicht davon überzeugen, zur Himmelsfeste zurückzukehren? Sündenfall ist einfach nicht mehr dasselbe, seit ihr fort seid. Ich fürchte, ich werde wohl auf absehbare Zeit in Kirkwall festsitzen. Es gibt zu Hause so unglaublich viel zu tun. Ich wurde gewählt, weil ich den Hafen und die Geschäfte wieder in Gang gebracht habe. Die Adligen wollen, dass Probleme gelöst werden, und das kann ich. Wie auch immer. Ich hatte gehofft, euch noch zu erwischen, bevor die Konferenz beginnt. Ich habe da so eine Art Geschenk für euch. Es ist eine offizielle Bestätigung eures Titels und eurer Besitztümer in Kirkwall. Glückwunsch! Ihr seid jetzt ein Comte. Eigentlich könnt ihr das nicht tun, ohne... Zu spät! Ich habe es schon getan. Und was euren Söldnertrupp betrifft, die Valukas, sie stehen jetzt in Kirkwalls Diensten. Ich bin mir sicher, mein Wachhauptmann wird Shokrakar lieben. Hauptmann Evelyn hat mich letzte Woche 11-mal aufgesucht, um sich zu beschweren. Wolltet ihr nicht eigentlich gehen, damit wir uns ungestört unterhalten können? Das ist einfach zu viel, Varric. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, das ist doch gar nichts. Nur ein paar Kleinigkeiten, nicht der Rede wert. Oh, das erinnert mich an etwas. Hier der Schlüssel zur Stadt. Ihr könnt ihn nicht ohne Zustimmung des Stadtrats und eine besondere Zeremonie weitergeben. Er ist doch nur von symbolischer Bedeutung. Er dient zur Steuerung einer der gewaltigen Ketten im Hafen.
Tatsächlich? Dann ist er ja noch viel besser, als ich dachte. Vielen Dank. Ich bin wirklich gerührt. Vielleicht ein wenig entsetzt wegen des Schlüssels, aber dennoch gerührt. Ich bitte euch, verschenkt ab sofort nichts mehr. Ich weiß ja nicht, wie diese ganze Konferenzgeschichte für die Inquisition ausgehen wird. Aber was auch entschieden wird, wenn ihr wollt, habt ihr in Kirkwall immer ein Zuhause. Und die Kontrolle über den Hafen, schätze ich. Naja, wie auch immer. Ihr solltet euch mit den Diplomaten treffen. Wir spielen aber noch eine Runde Sündenfall, bevor ich wieder abreise, oder? Darauf könnt ihr wetten. Hauptsache, ihr bringt diesmal keine öffentlichen Gebäude als Einsatz. Ja, war gut. Oh, herrlich. So, mit wem können wir hier noch reden? Cullen! Nein, nicht so. Du sollst den Ball nicht fangen, sondern ihm ausweichen. Wäre er ein Feuerball, wärst du jetzt tot. Schicker Mabari. Ihr habt einen Hund? Die Orlesianer züchten keine Mabari. Und der Händler meinte, er sei ausgesetzt worden. Vermutlich hatte er für seinen Besitzer den Reiz des Neuen verloren. Wie kann man deiner denn überdrüssig werden? Du bist doch so ein guter Hund und kannst so toll Bälle fangen. Er soll sie nicht fangen. Dann seid ihr kein sonderlich guter Ausbilder, fürchte ich. Er ist einfach ein weiterer Ferelden'er, der im Winterpalast festsitzt. Diesem Schicksal konnte ich ihn nicht überlassen. Außerdem glaube ich, er mag mich. Irgendetwas sagt mir, dass ihr bisher noch nie einen Hund hattet. Nicht seit ich ein Kind war. Der Zirkel hatte für Haustiere nicht viel übrig. Vor allem nicht der in Kirkwall. Die Himmelsfeste allerdings? Die Inquisition wird sich verändern, wenn das hier vorüber ist. Auf die eine oder andere Art. Aber was auch geschieht, meine Unterstützung ist euch gewiss. Euch, Liliana, Josephine. In welcher Form auch immer ihr sie benötigt. Der Habenerrat kann entscheiden, was er will. Es gibt nichts, womit wir nicht zurechtkommen. Ja, die Verruchten finden niemals Ruhe. Ja, du darfst uns helfen. Und wenn du den Ball ausweichst, bekommst du auch noch einen überteuerten orlesianischen Hundekuchen, bevor wir gehen. Das ist so süß. So, hier hinten haben wir noch jemanden zu besprechen. Ja, wir gehen erstmal durchs Wasser. Ah! Das seid ihr ja, Schätzchen, wie schön. Ich habe diesen Termin vor einer Ewigkeit vereinbart und man legt hier Wert auf Pünktlichkeit. Welchen Termin? In den kaiserlichen Kurbädern natürlich. Ihr arbeitet so hart, mein Lieber. Da solltet ihr euch auch mal verwöhnen lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte hier etwas kaputt machen. Oder jemanden. Ihr werdet die Angestellten zweifellos für eine besondere Herausforderung stellen, Schätzchen. Aber diese Erfahrung wird ihnen guttun. Okay. Wozu dienen diese Käseleibe? Es schmerzt mich, dass ihr das überhaupt fragen müsst. Ihr habt eindeutig viel zu lange abseits wahrer Zivilisiertheit gelebt. Habt ihr auch etwas gehört? Entspannt euch, Schätzchen. Nur darum geht es heute. Wie ist es euch ergangen? Es kommt mir vor, als hätten wir uns seit einer Ewigkeit nicht mehr unterhalten. Zweifelsohne langweilt euch diese Friedenskonferenz zu Tode und das kann ich euch kaum verdenken. Letztendlich ist das alles ohnehin nur heiße Luft. Ich nehme an, euch wird nur selten langweilig. Nun, irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass die chaotischen Zustände, die Magier betreffend, nicht vollends außer Kontrolle geraten.
Und fühlt ihr euch besser, mein Lieber? Dieser Ort wirkt wahre Wunder. Was ist passiert? Schätzchen, dieser Tag dient der Entspannung. Also hört auf, euch darüber Gedanken zu machen. Sonst macht ihr alles gleich wieder zunichte. Na kommt, Inquisitor, Sie haben noch andere Gäste, wisst ihr? Okay. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 15 von Warwick Tedas. Die Adligen in der Oberstadt reden sich gerne ein, normale Verbrechen könnten ausschließlich in den feuchten Schatten der Dunkelstadt oder vielleicht noch in den gewundenen Gassen der Unterstadt zwischen den Gesindeviertel und den ärmsten Gegenden geschehen. Ihre vornehmen, mit Efeu bewachsenen Alleen könnten niemals Schauplatz von etwas derart Gewöhnlichen wie ein Straßenraub oder ein Überfall sein. Es fiel Donner nicht schwer, eine einsame Nische in der Nähe der Kirche zu finden, um dort auf den vernarbten Ader und den tätowierten Kassin zu warten. Der Ader griff als erster an, indem er sich von den Balkon über Don auf ihn stürzte. Während Don noch versuchte, aus seiner Reichweite zu gelangen, ragte plötzlich der Kassit hinter ihm auf und umklammerte seine Schulter mit einem eisernen Griff der riesigen Hand. Der Ader reagierte mit einem Schlag direkt unter Donnens Rippen, der ihn in die Luft aus den Lungen trieb. Als ihn der Schasind an seinen Mantel in die Luft hob, war Donnen wieder genug zu Atem gekommen, um zu sprechen. Ihr arbeitet für Wagner. Ich habe eine Nachricht für ihn. Der Ader warf ihm lediglich einen zweifelnden Blick zu, doch der Schasind stellte ihn wieder auf die Füße. Sag ihm, ich habe sein Schwert. Er soll sich mit mir um Mitternacht bei den Kais treffen, um einen Preis auszuhandeln. Einen Augenblick lang beobachtete Donnen unruhig, wie das vernarbte, graue Gesicht des Aders eine Vielzahl von Ausdrücken durchlief, bevor der Mann schließlich nickte. Eine weitere langen Augenblick später gingen der Ader und der Shazend ihre Wege und ließen ihn allein in der Nische zurück. Die Sonne ging langsam auf und für Donnen gab es nur noch einen Ort, den er aufsuchen musste. Die Taverne im Zentrum der Unterstadt lag hinter ihrem eigenen seichten Graben aus verschüttetem Bier, erbrochenen und dem Meerwasser, das ihr Besitzer bei dem halbherzigen Versuch, den Möwendreck vom Gebäude zu waschen, verschüttet hatte. Als Donnen durch die Tür trat, schallten ihm wie nahezu jeden Gardist, der ihm gehängten Mann trank, hektische »Pack das weg« Schnellrufe entgegen. Er versuchte ein Lächeln zu unterdrücken, was ihm spätestens in dem Moment gelang, als ihm das gebrüllische Weißhaarelf hinter dem Tresen mit einem finsteren, mordlustigen Blick begrüßte. Gardist. Donnen legte eine Handvoll Kupfermünzen auf die Theke. Schenkt ein, Ferris. Ich muss ein wenig Zeit totschlagen. Okay. So, wir sollten noch mit den Botschaftern und so weiter reden. Aber ich gehe jetzt mal kurz auf die andere Seite rüber, weil da haben wir ja auch noch mal ein bisschen was. Oh ja. Das heißt, hier hatten wir jetzt soweit alles. Da sind jetzt noch zwei Leute. Hoppala. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier rüber. Und müssen jetzt nochmal gucken. Cullen hatten wir. Hier haben wir auch irgendwo... Was ist denn hier? Ich sollte mich umsehen. Ja. Treuer Hundeknochen. Gepackte Hundekuchen, die wie Knochen geformt und
an der Seite meinen Feind verzehren, sowie glücklich aussehende Hündchen besehen sind. Sie riechen ganz leicht nach Schinken und Maßlosigkeit. Unvollendetes Gedicht. Haut wie ein Flor am Himmelszelt, seufzend falle ich in Abendseen. Ihr Wasser so tief wie eure Augen. Und Augen so strahlend wie Feen, Verseen, Schneen, Kakteen, Beimer Bauer. Ich hoffe, meine Angebetete ist geduldig. Hat dieser rotbärtige Kerl denselben Moment, wir haben jetzt einen Hundekuchen gekriegt. Können wir den vielleicht zufälligerweise unseren... Ja? Dafür habe ich Konstitution plus 1 gekriegt. Okay. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Naja, wo ist nur dieser Bedienstete? Gut, aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.